Brandstiftung oder ein technischer Defekt an einem Auto. Eine dieser beiden Ursachen kommt für den Brand eines Schuppens am Donnerstagabend bei Kirchlotham in Betracht. Das Feuer unweit der Bundesstraße 252 wurde gegen 20.30 Uhr von einem Autofahrer entdeckt und gemeldet. Die Wehren aus Kirchlotham, Schmidt-Lotham und Herzhausen rückten mit insgesamt knapp 30 Freiwilligen aus und löschten die Flammen. Das im Schuppen abgestellte Auto wurde vollständig zerstört. Die Kripo nahm am Freitag die Ermittlungen zur Brandursache auf. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 10.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zur Brandursache.